Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Danke für die Geduld. Wir haben auf das Livestreaming gewartet. Willkommen zur Ausstellungseröffnung der neuen Sonderausstellung Visualized Dreams hier im Museum Cooking. Ich begrüße alle ganz herzlich und ich begrüße auch alle, die uns per Livestream zusehen. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder bei einer Ausstellungseröffnung live und gemeinsam feiern können. Ich möchte einige Gäste namentlich begrüßen. In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüße ich ganz herzlich Christoph Kaufmann, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag. Ich begrüße auch Kulturstadträtin Verena Pöschl. Schönen Abend. Und Gemeinderätin Barbara Probst. Ich habe sie vorhin gesehen. Ja. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Köck und Bettina Köck, Leihgeberinnen dieser Ausstellung. Und für die niederösterreichischen Landessammlungen Theresa Feilacher. Und ich begrüße auch alle anwesenden Künstler und Künstlerinnen, Laila Bachtiar, Erich Dressler, Lois Eck, Johann Gaber, Helmut Ladisch, Peter Capella, Johannes Lechner aka Lecho, Arnold Schmidt und Jürgen Tauscher. Last but not least begrüße ich auch die Freunde des Hauses der Künstler in Cooking, alle Sponsorinnen und Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen und Ehrengäste. Und ich möchte mich bedanken bei allen, die bei dieser Ausstellung mitgewirkt haben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Johann Feilacher, Kurator der Ausstellung und künstlerischer Leiter des Museum Cooking. Danke. Alles Gute hier, muss ich mal sagen, jetzt nach dieser sehr langen Zeit, die wir nicht gemeinsam eröffnen konnten. Es freut mich sehr, dass das jetzt wieder funktioniert, ein bisschen komplizierter als sonst mit Tests und so. Ja. Aber gut ist einmal, dass wir wirklich live hier miteinander sein können und dass wir diese Kunst auch live anschauen können. Natürlich haben wir dazu gelernt, wir können den Livestream auch nach Amerika schicken und überall hin. Das heißt, das Publikum wird größer und ich hoffe, dass viele von denen dann auch wirklich hierher kommen und die Werke im Original anschauen. Visualized Dreams heißt ins Bild gesetzte, visualisierte Träume, Wünsche, Vorstellungen, Fantasien. Das ist der Überbegriff für die drei oder die Künstlerin und die beiden Künstler, die hier präsentiert werden. Ida Buchmann aus der Schweiz und Johann Koretz und Johann Fischer, Guckinger Künstler, die Sie alle schon kennen. Sie haben mehrere Dinge gemeinsam. Eine Sache ist, die haben wir schon erwähnt, sie setzen ihre Fantasien in Bild und Schrift in ihre Werke hinein. Sie schreiben dazu, was sie denken, was sie gerne hätten, also ihre Wünsche direkt umgesetzt in die bildnerische Ebene. Das zweite ist, sie haben alle eine Stilrichtung, die man abrupt nennt, das heißt, sie sind unbeeinflusst in ihrer Stilwahl, sie haben alles aus sich selbst geholt. Sie sind nicht beeinflusst von kultureller Kunst, von keiner Strömung, von keiner Modeerscheinung oder auch nicht von traditioneller Kunst. Und sie haben noch eines gemeinsam, sie alle haben einen relativ schwierigen Lebensweg gehabt und sind irgendwann in einer psychiatrischen Anstalt gelandet. Und als letzten Punkt, den sie gemeinsam haben, ist noch der, dass sie trotzdem, ob ihres Talents, in den Genuss dieses Talents gekommen sind und
dass alle, also Johann Fischer, Johann Koretz und die Ida Buchmann konnten das noch genießen. Ida Buchmann ist in Eggiswil in der Schweiz, in einer kleinen Ortschaft geboren, hatte eine etwas schwierige Kindheit. Mit 18 starb ihre Mutter, mit 23 der Vater. Sie hat dann auf die Kinder, ihre Geschwister aufgepasst. Mit 30 hat sie selbst geheiratet. Sie hatte aber immer Stimmungsschwankungen, die sie immer wieder in Schwierigkeiten brachten und letztendlich in die Psychiatrie in Königsfelden. Das ist so eine mittelgroße psychiatrische Anstalt, etwa die Hälfte von dem, was früher hier in Gugging war. Dort war sie sehr lange. Sie war ja 1911 geboren und erst als sie 75 war, kam dort ein Psychiater, der ihr künstlerisches Talent entdeckte. Dr. Roman Buchsbaum, ein Schweizer, ursprünglich aus der Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei, geflüchteter Immigrant, der in den 80er Jahren viel hier war, in Gugging. Er hat hier geschaut, wie wir mit den Künstlern gearbeitet haben, ging dann zurück in die Schweiz und hat dann mit Ida Buchmann gearbeitet und er war wirklich ihr Entdecker. Und er hat feststellen können, dass die Ida Buchmann ein ganz spezielles Talent hat. Wie Sie hier sehen, sie arbeitet wild, emotional. Immer wenn sie gut drauf war, hat sie singend, und das ist einmalig, ihre Bilder geschaffen. Die Texte, die hier draufstehen, sind Liedtexte, vorwiegend Liedtexte, einerseits aus ihrem Heimatort, das heißt in Schweizerdeutsch, ich verstehe es leider nicht immer, und andererseits hat sie aber romantische Lieder genommen, aus Operetten und aus anderen, und diese Texte kann man lesen. Also können wir lesen, die auch nicht des Schweizerdeutsch kundig sind. Ich habe Ida Buchmann selbst bei der Produktion einiger solcher Werke zugeschaut und es war wirklich ein Vergnügen, wie schnell sie diese Werke in der demonstrativen, wilden Art auf die Leinwand, wie hier, oder aufs Papier bringt. Ida Buchmann hat dann auch etwa bei einer großen Ausstellung in der Dumont Kunsthalle in Köln selbst die Show übernommen, sozusagen. Das ist eine riesige Halle mit sehr vielen, da waren glaube ich 500 Bilder, 40 Künstler, und sie hat singend die ganze Gruppe bei der Eröffnung durch die Ausstellung geführt. War ein sehr spannendes Erlebnis. Der zweite Künstler, alphabetisch in dem Fall, wenn Sie von vorn reinkommen, der erste war Johann Fischer. Der Johann Fischer war aus Eggendorf am Wagram, das heißt sozusagen ein Lokaler. Er hat dort das Bäckerhandwerk erlernt, 1919 geboren, wurde Bäckermeister und wurde dann in den Krieg eingezogen 1940. 1946 kam er dann aus amerikanischer Gefangenschaft zurück und hat sich so gut gefühlt wie noch nie. Er hat überwertige Ideen bekommen, hat plötzlich Millionen Schillinge damals verteilt an irgendwelche Personen, hat dann den verschiedenen Parteichefs mitgeteilt, wie sie was zu tun hätten und Ähnliches, und kam dann bei größeren Geschäften, die er letztendlich nicht bezahlen konnte, dann in Schwierigkeiten und landete letztendlich in Gugging. Er fiel aber nicht weiter auf. Er war ein ruhiger Patient unter Leon Avratil am sogenannten Pavillon 2, das heißt in seinem Revier. Er hat sich aber zuerst nicht zum Zeichnen überreden lassen, so wie die anderen Künstler wie Johann Hauser oder Fritz Koller oder Philipp Schöpke. Er war einfach unauffällig. Und dann bekam Leon Avratil den Pavillon 11, das ist das jetzige Haus der Künstler, damals ursprünglich eine Infektionsabteilung, dann Alkoholiker-Pavillon, der war leer und den hat er bekommen. Und in diese Abteilung hat er dann seine schon vorher bekannten Künstler eingeladen. Er hatte aber nur 7 oder 8.
Und der musste 18 Plätze besetzen. Und jetzt ist er hergegangen und hat halt die ruhigen Patienten mit hineingenommen. Und der Johann Fischer war so ein ruhiger Patient, der halt nicht angeeckt ist, immer sehr elegant gekleidet. Und so kam der Johann Fischer zu den Künstlern. Und der sah dann im Tagraum, wie das hieß, wie die anderen gezeichnet haben. Und das hat ihn dann interessiert und hat gemeint, naja, das kann er ja auch. Ja. Und hat dann begonnen, einfache Figuren zu zeichnen, Tiere zu zeichnen. Sie sehen das in der Ausstellung ganz vorn, die erste rechte Wand. Mit der Zeit hat er dann auch Farben dazu genommen. Und bereits 1983, das heißt nach 2 Jahren, war er bei der Ausstellung der Künstler aus Gugging im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien dabei. Das war ein guter Start, der Künstler, der nach 2 Jahren schon im 20er-Haus ausstellt. Ne? Also das hat schon gegolten. Und Johann Fischer hat sich aber weiterentwickelt. Er hat dann immer mehr Farben verwendet und hat dann begonnen, Texte hineinzuschreiben, Dinge, die ihm wichtig waren, die er sonst als Briefe verfasst hat und dann Leute verschickt. Und so hat er dann Bilder geschaffen, die einerseits seine Stories, das sind wirklich Geschichten, Feststellungen, Wünsche, Fantasien, die hat er dann akribisch in ganz genauer Schrift aufgeschrieben und dann illustriert. Er hat dann auch den Genuss erlebt seiner Bilder, er ist gerne zu seinen Ausstellungen gefahren, er hat selber dort gerne seine eigenen Texte gelesen, die er vielleicht länger nicht gesehen hat. Ob das hier war, ganz spät dann im Museum, aber ich erinnere mich auch etwa in der tschechischen Nationalgalerie, in einem Riesenhaus, ist er auch sofort zu seinen Bildern gestartet und hat dort vorgelesen, was da drauf stand. Das heißt, er hat es auch genossen und hat auch bis zu seinen letzten Tag gearbeitet. Er ist erst mit, ich glaube, 89 gestorben. Der dritte im Bunde hier ist sozusagen ein Zwischenglied zwischen dem stoischen Johann Fischer, der alles genau überlegt und akribisch genau auch recherchiert hat in Zeitungen. Das war der Johann Koretz, der emotional war auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch genau im Aussuchen der Dinge, die er gemacht hat. Er selber war in Kinderheimen in Wien aufgewachsen, war dann Knecht auf verschiedenen Bauernhöfen und landete wegen eretischer Phasen dann letztendlich in Gugging. Sehr früh hat aber hier im Gegensatz zum Johann Fischer Leon Navratil mit ihm schon zu zeichnen begonnen. Es hat ihm immer Spaß gemacht. Schon 1960 hat er seine ersten Zeichnungen gemacht und hat auch immer schon Texte dazu geschrieben, ganze Tagebücher. Und er war bereits auch 1970 dann bei der ersten Ausstellung in der Galerie Neck St. Stephan dabei. 72, 73 hat er viele Radierungen angefertigt. Und er hat dann einen Stil entwickelt, bei dem er aus Zeitungen Fotos ausgeschnitten hat oder ganze Blätter nahm und die durchgebaust hat, die Hauptfiguren oder was er gerade wollte, und hat die dann koloriert, verändert und dann einen Text dazu geschrieben, der ihm gepasst hat. Hauptthema war das Liebespaar. Sicher ein Drittel aller Werke, die er je geschaffen hat, beschäftigt sich mit Erotik, mit Sex und mit Liebespaaren. Ein anderer Schwerpunkt war der Zirkus. Er wäre immer gern Dopteur geworden und deswegen taucht Zirkus, Clown, Löwen, Tiger und Zoobesuche tauchen immer auf. Wir haben heute sein größtes Bild nicht hier, das haben Sie aber sicher schon öfter hier im Museum gesehen, das wurde schon lange gezeigt, so ein 6 Meter riesenlanges, 3 Meter hohes Bild, eine Leinwand, auf dem Zoo steht. In Wirklichkeit sind 3 Faultiere sehr klein drauf, einige Bäume, aber dafür kräftige Liebespaare, was halt so in den Zoo gehört. Ja. Das alles können Sie auf dieser Seite hier anschauen. Damit Sie aber diese Impressionen nach Hause nehmen können, haben wir auch einen Katalog, ein Buch gemacht.
Die Autorinnen dazu waren die Nina Ansberger, die heute nicht hier sein kann, weil ihr einjähriges Kind Probleme hat, krankhafterweise, deswegen hat sie es abgesagt, in dem Alter ist das halt so üblich. Ja. Aber sie werden sie dann wieder hier als Kuratorin erleben. Weiters Texte gibt es von Nina Kapschnick mit der Editorin Helene Slanzer, die mehr emotional direkt beschreibt, weil sie hat die beiden Johann Fischer und Johann Koretz lange kennengelernt und mit ihnen gearbeitet. Und Anke Wittmann, die ihnen einen kunsthistorischen Exkurs über die Techniken in diesem Buch bietet. Mein Dank gilt den Leihgebern. Ein großer Anteil ist hier von Ida Buchmann, weil wir gerade da sind, von der Erbengemeinschaft Ida Buchmann und der Galerie Gugging, die wir von Nina Kapschnick bekommen haben. Ferner haben wir hier die Hanna Rieger mit einigen Bildern, die kennen Sie schon als Sammlerin der Franz Wohlfahrt. Und dann hier, Sie haben es schon gehört, Bettina und Stefan Köck. Herzlich willkommen und danke für Ihre Leihgabe. Wir haben ferner von der Peter Infeld Privatstiftung Werke. Wir haben von der Hans Schmidt Privatstiftung etwa dieses Bild. Ich muss sagen, dass ich ja die Ida Buchmann vor 14 Jahren schon einmal hier ausgestellt habe und auch dieses Bild gezeigt habe. Also die treuesten Besucher des Museums kennen es schon. Das Dommuseum hat auch Bilder zugeschossen und sehr viele die niederösterreichischen Landessammlungen und die Abrüt KG. Mein Dank gilt dem Team des Museum Gugging für die Produktion Anke Wittmann. Wo ist sie? Irgendwo da versteckt. Wir werden sie dann ersuchen, mit Ihnen auch über die Technik zu diskutieren, wenn wir durchgehen. Fürs Marketing Mariana Agria, stellvertretend für ihre Mitarbeiterinnen, dem Social Media Team und der Pressearbeit, dem Florian Müller. Ich sehe leider nichts, weil da das Licht blendet. Die Grafikerin Fatima Merstofnik müsste auch irgendwo sein. Auch ihr gilt mein Dank. Wir haben schon sehr viele Bücher miteinander gemacht. Für den Aufbau Bosho Lazarevic, der auch irgendwo im Hintergrund immer ist, mit den Mitarbeitern des ABC-Projekts unter Ines Asmach und Luise Kinzel. Ich bedanke mich im Besonderen auch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Eitner, die immer groß postuliert, dass wir ihr Lieblingsmuseum sind und sie ist damit unsere größte Werbeträgerin. Allerdings konnte sie noch nicht überreden, da so ein Schild drauf zu machen, aber das kommt auch noch. Und sie hat uns heute den Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann geschickt, den ich jetzt versuche, ein paar Worte zu uns zu sprechen und die Ausstellung zu eröffnen. Lieber Johann, liebe Frau Stadträtin, Frau Gemeinderätin, anwesende Künstlerinnen und Künstler, geschätzte Familie Köck, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, es ist mir ein großes Vergnügen, dass wir wieder live auf Sendung sind, dass wir endlich wieder hier eine Ausstellung eröffnen dürfen. Habe das Vergnügen, im Regelfall auch hier anwesend sein zu dürfen, wenn auch die Landeshauptfrau hier die Ausstellung eröffnet. Heute ist sie entschuldigt und deswegen habe ich das große Vergnügen, heute das in ihrem Namen vornehmen zu dürfen. Ich darf vielleicht einen kleinen Bogen spannen und damit beginnen mit einem Zitat, das ich entnommen habe, einer der vielen Publikationen des Johann Feilacher. Und ich möchte auch den Bogen spannen insgesamt auch zu der Geschichte dieses Areals. Und ich habe gelesen als Zitat: Auf den ersten Blick war es ein Haus voller interessanter Persönlichkeiten mit unterschiedlichen und bemerkenswerten Talenten. Ein Ort, an dem es noch viele Aufgaben gab. So schrieb ein junger Arzt, der hier Leon Navratil traf, schon mit gewissen Vorstellungen, nehme ich an, und beeindruckt war von dem, was er hier gesehen hat. Das war im Jahr 1983, wenn ich mich recht entsinne.
Und dieser junge Arzt, Dr. Johann Feilacher, ist für mich auch ein bisschen Synonym von dieser Aussage, weil sie auch heute noch zutrifft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie hierher kommen aufs Areal, wenn Sie hierher kommen zum Museum und das auf sich wirken lassen. Und das ist ja momentan ein sehr starker Work in Progress hier am gesamten Areal und eine Wandlung, die ihresgleichen sucht. Aber es ist nach wie vor ein Haus, ein Areal voller interessanter Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen und, wie ich meine, bemerkenswerten Talenten. Das gilt einerseits für das Areal, was wir, wenn wir rausschauen, unter uns sehen, nämlich das AST Austria, das Institute of Science and Technology Austria, auf das wir hier in Niederösterreich zu Recht sehr stolz sind, wo wir froh sind, auch als Klosterneuburger, und ich bin ja auch Stadtrat in meiner Heimatgemeinde hier in Klosterneuburg, dass wir dieses großartige Institut mit Forscherinnen und Forschern aus über 76 Nationen hier beheimatet haben. Wir sind sehr froh, dass auch weiter investiert wird. Es gab vor 2 Wochen die 15a Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Land mit der Zusage, dass weitere 3,28 Milliarden Euro hier investiert werden in das Areal für die Grundlagenforschung, für die Exzellenz in der Forschung und wo weitere bis auf 150 Forschungsgruppen entstehen sollen mit rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit der Exzellenz, der weltweiten Exzellenz im Bereich der Wissenschaft und Forschung, auf die wir wirklich sehr stolz sind. Und diese Exzellenz finden wir jetzt nicht nur, wenn wir runterschauen, und das macht uns auf der anderen Seite auch sehr stolz. Diese Exzellenz finden wir auch hier im Museum Gugging, im Haus der Künstler, mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, die in ihrem Bereich ebenfalls Weltruhm haben, international anerkannt sind und immer wieder sehr viele interessierte Gäste aus allen Ecken und Enden unseres Planetens hierher bringen. Das freut mich auch als Tourismusstadtrat ganz besonders, dass wir das hier so zelebrieren dürfen. Und ich darf auch verraten, wir schreiben gerade die neue Tourismusstrategie für Klosterneuburg und das Museum Gugging hat hier natürlich einen ganz wesentlichen Stellenplatz in unserer Strategie. Und es ist schön, wenn man sieht, diese Entwicklung, was sich getan hat. Wir feiern ja heuer 2021 auch durchaus, sage ich mal, 2 kleine Jubiläen. Erstens einmal 35 Jahre Haus der Künstler. Ich glaube, das war ein wichtiger Schritt 1986, den ersten Schritt, den Johann Feilacher gesetzt hat, indem er ganz bewusst das Haus der Künstler auch so benannt hat und vom Begriff der Künstlerpatienten ganz bewusst hingeschaut hat und es tituliert hat als das, was sie sind, nämlich Künstler. Und das ist, glaube ich, das hat sich bewährt und wirklich gezeigt, dass sie es sind. Und wir feiern, und das freut mich auch, 15 Jahre Museum Gugging, 2006 im Sommer eröffnet, ist heuer ein bisschen untergegangen, Corona-bedingt. Aber auch das gilt es natürlich zu feiern und vor allem mit dieser großartigen Ausstellung, die wir heute vorfinden. Und Dankeschön, ich durfte ja schon im Vorfeld ein bisschen Einblick nehmen in die Publikation zur heutigen, also zur jetzigen Ausstellung. Und es ist wirklich spannend zu lesen über die Geschichten, die Persönlichkeiten, alles dahinter auch das aufzunehmen und auch die persönlichen Erfahrungen. Danke, liebe Nina Katschnick, diesen Einblick auch aus deinen persönlichen Erfahrungen mit der Künstlerin und den beiden Künstlern, die du auch mitgenommen hast, sehr spannend zu lesen. Wir feiern nicht nur diese Jubiläen, wir feiern auch natürlich unsere Künstlerinnen. Und wenn ich mir das anschaue, auch im Werk, im Vorwort ein Satz, den ich auch gerne unterstreichen möchte, weil da schließt sich ein bisschen für mich der Bogen zwischen der Wissenschaft und den Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ich lese, es sind Werke, die aus den persönlichen Talenten, Erfahrungen und Lebensumständen der Künstlerin und der Künstler hervorgingen. Lieber Johann, du hast das schon erwähnt, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber sie haben alle eine aus der gleichen Inspirationsquelle in Wahrheit gestärkt und sie haben ihre Talente, Erfahrungen und Lebensumstände auch in ihren Werken untergebracht. Und das ist für mich auch eine Analogie wieder zurück zur Wissenschaft, weil auch die jungen Forscherinnen und Forscher, die hier nach Klosterneuburg, Maria Gugging kommen, die hier ans AST kommen, haben auch ihre Talente, ihre Erfahrungen und ihre Lebensumstände, die sie in ihren Bereichen unterbringen und die auch diese Forschung und dieses gesamte Projekt AST Austria so spannend machen. Und deswegen finde ich diese Waage und diese Balance zwischen Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite, den Künstlerinnen und Künstlern bei uns im Haus, der Künstler auf der anderen Seite so spannend und ich finde es so schön, dass es auf einem Areal hier stattfindet. Und ich möchte ein großes Dankeschön sagen
nicht nur an alle, die für diese Ausstellung verantwortlich sind, allen voran den Sammlerinnen und Sammlern, dass sie die Werke immer wieder auch zur Verfügung stellen, damit wir uns hier erfreuen können im Museum Cooking. Und ich hoffe wirklich, dass viele Menschen zu dieser Ausstellung kommen und sich es anschauen. Also bitte machen Sie Werbung. Wir sind ja auch heute online, also machen Sie auch Online-Werbung, dass wirklich viele kommen und diese Ausstellung genießen können. Und schauen Sie sich vielleicht, wenn Sie kommen, auch einmal untertags das Areal an, was sich hier tut. Halten Sie es für sich auch im Gedanken fest. Es wird in den nächsten 10, 15 Jahren wieder ganz anders ausschauen. Es ist ein Work in Progress und auch das macht es so spannend. Aber mein Dankeschön gilt allen Sammlerinnen und Sammlern für die Zurverfügungstellung der Bilder, allen, die an dieser Ausstellung gearbeitet haben. Dir, lieber Johann, für deine akribische Arbeit und auch für die hervorragenden Publikationen gemeinsam mit deinem Team. Es ist immer wieder großartig, das zu lesen. Und auch wenn man dann auch in die Vergangenheit schaut, wie das Zitat, was ich einer der ersten Publikationen nehmen durfte, der Bluck-Ausstellung. Das ist schon spannend zu sehen, wie sich dieses Projekt hier entwickelt hat. Es ist eine Freude, dass Sie heute hier sind, es ist eine Freude, dass Sie dieses Haus, dieses Museum so unterstützen, dass Sie unsere Künstlerinnen und Künstler unterstützen und ich wünsche Ihnen im Namen auch unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner viel Vergnügen und lassen Sie sich inspirieren von den Werken unserer Künstlerinnen und Künstler. Dankeschön. Die Ausstellung ist selbstverständlich hiermit feierlich eröffnet. Viel Vergnügen!